Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es die Haribo Spiegeleier im Test und die sind wirklich riesengroß. Die gibt es leider aktuell in Deutschland nur in dieser großen Box. 150 Stück sind hier drin. Da kann man lange Ostern feiern, oder? Wirklich viel. Und das sind insgesamt 975 Gramm. Und wenn man die kauft, dann kosten die 5,99 Euro. Ich habe sie auch schon im Haribo Online-Shop für 6,11 Euro gesehen. Das ist wirklich eine Menge Weingummi. Die kriege ich auch nicht so schnell auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Lohnt sich vielleicht so ab Familiengröße, Kategorie, wollen nicht. Oder wenn ihr einen Kiosk habt, dann lohnt sich's auch. Im Ausland gibt es die übrigens schon in kleinen Tüten, auch in etwas kleinerer Form. Finde ich super geil, würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch die Haribo Spiegeleier, ist das nicht verrückt, dass Spiegelei auf Englisch Fried Egg heißt, also wie frittiertes Ei. Finde ich immer noch total krass, komme ich nicht drauf klar, aber so ist es halt. Und ihr könnt es auch sehen, das ist vom Design her, es ist der gleiche Haribo-Bär in der Tüte. Und die hat mir netterweise nämlich Maren zugeschickt und die hat sie, glaube ich, mal aus, wo steht denn das hier? Ach, Holland steht hier. Holland haben wir und Polen. Hier steht es aber auch sogar auf Deutsch drauf. Das heißt, wer weiß, vielleicht bekommen wir eines Tages auch die Fried Eggs hier in Germany. Spannend. Ich werde für euch natürlich jetzt mal beide Sorten probieren. Vielleicht schmecken die Eier in klein ja anders und in groß dann noch besser. Wir wissen es nicht, wir werden es aber gleich erfahren, ihr Lieben. So, und das heißt gleich, ich mache jetzt erstmal die riesige Box hier auf. Das macht schon Bock, oder? So eine riesige, große Box. Ich weiß noch, damals gab es zum Beispiel die Haribo Koalalas oder Kolalas heißen die, glaube ich. Die Haribo Koala-Bären mit Cola-Geschmack. Die gab es früher auch nur in so einer großen Box und seit diesem Jahr auch endlich in der Tüte. Finde ich richtig cool. So. Wow. Ich könnte vielleicht sogar mittlerweile einen kleinen Kiosk aufmachen. Oh, die riechen so lecker. Ich liebe ja, vor allem auch so schön frisch, dieses Haribo-Schaumzucker, was da unten drunter ist, das weißt du. Wisst ihr was? Ich mache einfach mal eine Großaufnahme von den Haribo-Eiern hier. Ich hole euch mal rein. Eieiei. So viel Weingummi, Spiegeleier auf einem Haufen. Und die sehen echt so lecker aus, als könnte man hier, ich kann es so nachvollziehen, ich habe die schon so lange bei mir stehen und ich habe die Box noch nie aufgemacht, aber heute hatte ich so richtig Bock auf Haribo Spiegeleier. Und nein, die schmecken nicht nach Eiern, sondern... Es geht so in die Richtung Orange. Ist lecker, aber 150 Stück, die muss ich jetzt wirklich gut einteilen und auch verteilen, weil das ist wirklich eine Menge. Und jetzt probiere ich die mal in klein. Da finde ich es in der Tüte halt viel praktischer. Und die riechen gleich viel fruchtiger und intensiver in der Tüte. Ich zeige euch mal einen direkten Größenvergleich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das anders schmeckt, ihr Lieben. Das große Ei, das kleine Ei. Sieht man es ganz deutlich. Aber in der kleinen Tüte, in der kleinen Version, fruchtiger und damit besser. Die sind ganz cool als Mischprodukt. Einzeln wäre mir das echt, also auf Dauer, echt zu viel. Da kann ich nicht so viel von essen. Die würde ich mir in eine gemischte Tüte packen mit ein paar Lakritz und anderen Sachen noch drin. Da wäre es richtig, richtig cool. Sieht auch optisch ganz witzig aus. Vielleicht zum Dekorieren noch ganz nett gedacht. Aber wenn es um Geschmack geht, da finde ich die kleinen hier in der Tüte von Haribo besser. Und diese Spiegeleier in der Tüte
sind echt lecker fruchtig. Bekommt tatsächlich 9 Punkte. Richtig geil. In der großen Box. Es ist eine nette Deko, aber tatsächlich nur 7 Punkte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und schreibt gerne rein, wenn ihr euch auch die Spiegeleier in der Kleintüte für Deutschland wünscht. Würde mich auch freuen. Und wie gesagt, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, ihr Lieben. Bis bald!